Moin, liebe Freunde, und willkommen zurück zu XCOM. Unsere Satellitenkommandozentrale braucht nicht mehr lange. Und das heißt, wir gucken jetzt generell mal den Bau an. Okay, die braucht nicht mehr lange. Das heißt, hier brauchen wir auf jeden Fall gleich ein Kraftwerk. Der Strom wird nämlich knapp, das sehe ich. Hier heben wir aus, hier bauen wir einen Aufzug. So, dann können wir da nämlich später noch weitermachen. Wir bauen auch direkt schon den Satelliten. Ja, einen. Dann haben wir das nämlich schon mal alles fertig. Die Forschung läuft eh noch. Also ab dafür. Wir wissen ja noch, die paar Länder sind nahe der Panik, aber was sollen wir machen? Satellitenkommandozentrale ist fertig. Und mit der verfolgen wir noch einen anderen Plan. Und zwar wollen wir damit das RTL-Nachmittagsprogramm über den ganzen Planeten ausstrahlen. Und wenn die Aliens das sehen, kriegen die so ein Graus, dass die abhauen. Das ist der Plan. So, das Kraftwerk ist auch fertig, das heißt, wir haben wieder genug Strom für die ganze Anlage. So, der Aufzug ist auch fertig. Also in der nächsten Ebene können wir auch bald bauen, wenn es nötig wird. Oh, der Rat. Ja, was wollt ihr von mir? Ratseinsatz Minitekel. Der Rat untersucht merkwürdige Berichte über einen Versuch, einen nicht autorisierten französischen Militärkonvoi zu kidnappen. Obwohl die angeblichen Entführer Menschen waren, besagen unsere Geheimdienstinformationen, dass auch Aliens in der Gegend waren. Wenn das stimmt, wirft das einige Fragen über die Fracht auf, die dort transportiert wurde. Wir brauchen einen Trupp, der sich die Sache ansieht. Die Einsatzzentrale bekommt gleich unseren kompletten Bericht. Aye, Sir, machen wir. Wir kriegen dafür einen Wissenschaftler, einen Ingenieur und 150 Tacken. Wir haben unser ganzes Team. Es ist auch ausgerüstet, also können wir auch direkt los. Ich stufe die Mission mal sehr schwer ein. Also schätze ich mal. Das heißt, wenn die nicht auf Zeit läuft, wird es ein bisschen dauern, weil ich sehr vorsichtig vorgehen werde. Frankreich fängt einen Einsatz an. Okay. Erkunden, borgen, finden, Fracht retten und eliminieren. Das Übliche. Na dann, go, 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 Leute. Es gibt weit verbreitete Spekulationen bezüglich eines Überfalls auf einen französischen Militärkonvoi, aber gesicherte Informationen haben wir nicht. Am meisten Anlass zur Sorge gibt die Meldung des Rates, die auf Alien-Aktivität in diesem Gebiet hindeutet. Wir müssen die Stelle sichern und versuchen herauszufinden, was dort passiert ist. Ziel wurde aktualisiert. So, den Scharfschützen wollen wir so schnell wie möglich natürlich hochbringen. Den Rest lassen wir schon mal so weit es geht nach vorne. Drücke vor. Du nimmst hier noch so ein Fitzel Deckung mit. Aber am Anfang passiert eigentlich selten was. Aber man soll sich davon ja nicht so in Sicherheit wiegen lassen. Verstanden, Commander. Okay, rein mit dir. Wir wollen erstmal sehen, ob irgendwas im Haus ist. Nicht. So, okay, ich habe jetzt herausgefunden, wann sich mein Mikro mutet. Ich weiß nicht, wie viele ich schon gemutet habe, aber ich habe den Knopf gefunden. Ich sagte, wir gehen jetzt mal hier rein, weil ich will auch wissen, was im Gebäude ist. Und von hier können wir ja dahinter kommen und hier auch durch. So, deswegen möchte ich natürlich hier, dass meine Nancy nach hier oben geht. Ich würde sagen, erstmal hier hin, falls da doch was ist, können wir nämlich direkt noch schießen. Na, okay, Wachposten ist eingerichtet. Du kommst sogar bis da vorne. Erstmal ein taktisches Vorrücken, wie ich es mag. Ja, geh mal da in Deckung. Ich will zwar erst wissen, was auf der Seite noch ist oder ob da was ist, bevor ich dahin stürme. Schauen wir mal. So, da ein Trupp gerade hier im Begriff ist, da rumzugehen. Ach, ich wollte doch hier hin und gucken, ob da was ist. So, deswegen kann der eine Trupp direkt schon mal hier rausgehen. Das ist eigentlich ganz cool. So, ihr macht euch hier außen rum.
Ach, echt Mädel, übers Dach anstatt um die Ecke. Naja, so kriegen wir eigentlich recht schnell eine Vision, das ist auch okay. Da ist also niemand. So, und da niemand ist, können wir auch mit ihr hier spuchten, ne? Ja. She go, 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 go. She go, go. Immer noch keine Alien-Aktivitäten. Wir gehen natürlich erstmal wieder aufs Dach. Schauen wir uns mal hier vorne um. Auch noch keine Alien-Aktivitäten. Ah, ich gucke auch zur falschen Seite. Ich wollte hier hingucken. Weil hier geht die Tür hin. Das ist immer so verräterisch. Ich warte aber dann an der Tür, bis ich vom von unserem Sniper oben gesehen habe, was da los ist. Und kann hier auch nicht so weit vorrücken. Oh! Shit, shit, shit. Und das noch mit Shigo mit der Pump. Okay. Feldposten einrichten. Du kommst auch mal noch hier vorne. Wartest hier auch. Boah, der reißt die ganze Wand ein. Ich würde sagen, es wird Zeit, dass wir hier mal rauskommen. Feuer! Er hat noch nicht gereicht. Das Gewehr ist echt nicht so prall. Scheiße, wir kommen nicht so weit, aber ich muss einen Feldposten einrichten hier oben. Oh, da ist noch einer. Auf dem anderen Dach. Hätte er nicht immer diese Sonderbewegung und könnte hier runterhüpfen, können wir ja viel mehr machen. Könnten wir direkt abknallen. Ich sehe ihn trotzdem noch. Feuer! Komm, Nancy, zeig, dass es gut macht. Ach, komm. Das kannst du besser. Und du stehst nicht mal jetzt richtig in Deckung. Das ist natürlich fatal. Ja, ich muss ihn nehmen. Sonst schießt er uns nämlich in die Seite rein. Yo, Mädels. Auf. Mal die gute Anne. Shigo muss spuchten. So, jetzt hat er natürlich freie Sicht. Naja, gut, zwei Schaden, was soll's. Ich denke, dass wir ihn kriegen. Ich hoffe, dass wir ihn kriegen. Sonst haben wir nämlich wieder die Flanke offen. Ach, Nancy, was ist denn heute los mit dir? Nancy hat gerade einen schlechten Tag. Komm, du musst ihn jetzt erwischen. Oh, come on. Wir kriegen doch gleich so viel Schaden rein, wenn ihr das nicht packt, Leute. Tja, es ist die Frage. Lassen wir Shigo bis hier vorne vorstürmen und knallen über den Haufen, in der Hoffnung, dass da keiner ist? Bisschen riskant, ne? Aber eventuell die einzige Chance, dass der Rest überlebt. See ya! Und noch weit genug vom Gift entfernt. So war es zumindest geplant. Diese Männer sind nicht durch Alienwaffen gestorben. Sie wurden mit konventionellen Kugeln getötet. So, so. So, wen haben wir hier? Shiva. Ja, rück mal langsam vor. Ich bin mir nicht sicher, ob von hier oben noch was kommt. Wir sollten eigentlich vielleicht aufs andere Dach rauf. Ja, mach das schon mal. Da oben sehen wir gerade so schön viel, deswegen, da ist keiner. Obwohl, im hinteren Teil könnte einer sein. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Und gleich schmeiße ich mal unsere Scanner hier rum. So, Shigo. Oh, shit. Shigo ziehe ich jetzt, glaube ich, erstmal wieder zurück ein Stück. Weil die sonst einfach zu offen da steht. Ah, wobei, hier sind ja auch noch Deckungen. Die kann ich ja noch mitnehmen. Du siehst ihn, ne? Auch da hinten mit 16. 16 ist mir echt zu wenig. Wenn ich hier hingehe, geht er einfach um die Ecke und knallt sie ab.
komm, geh in Deckung, Shigo. Sicher ist sicher. Da! Missklick! Missklick! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das bei so einer Mission. Und dann treffen noch nicht mal hier unsere Wachposten. Oh komm, wenn du schießt, dann triff bitte nicht. Sehr gut. Aber auch wer dem ist, glaube ich, gezielt. Dann würde ich sagen, antworten wir mit ihm mal. Das ist eine Antwort. So möchte ich es sehen, Team. Das könnt ihr euch nochmal abgucken von ihm. Bestätige. Die Sensoren empfangen noch immer Lebenszeichen in diesem Gebiet, Commander. Neues Ziel erhalten. Näher dich dem Überlebenden, hier oben. Ja, kriegen wir hin. Ja. Und den müssen wir wahrscheinlich dann wieder raus eskortieren. Das dauert immer ewig, aber es geht. Bin unterwegs. Ja, lieber mit hier ein bisschen Deckung. Guck dich mal ein bisschen um. Ich schätze auch, dass wir dem jetzt gleich mal nachladen muss. Es ist wesentlich cooler, das irgendwie mit dem Namen zu spielen. Muss ich echt sagen. Das, ja, nachladen. Das macht richtig Fun. Guck mal, hier hast du noch mehr Deckung. Shigo geht da rein. Scheiße! Müssen wir hoffen, dass Shiba ihn gleich kriegt. Ja, wir schießen zwar, aber auf 12%. Obwohl, wir könnten auch hinrennen und ihn einfach von hier angreifen. Nee. Ich glaube, wir machen in dem Fall wirklich Deckung einnehmen. Richtig Deckung. Harte Deckung. Und mit dir gehen wir schon mal ein Stückchen vor und sichern hier alles ab. So, Shiba. Kannst du ihn von hier treffen? Gucken wir mal. Okay, wäre gut, Nancy, wenn du den jetzt triffst. Oh, Nancy. Oh, du bist so gut. Commander, dort drüben gibt es einen Überlebenden. Vielleicht finden wir heraus, was passiert ist, wenn wir ihn bergen und befragen können. Ist möglich, ja. So, wer ist dran? Shiba ist dran. Wir rücken ein bisschen langsamer vor, das kennen wir ja jetzt. Mit dir gehen wir ruhig nach hier vorne. Halt die Augen auf. Ja, bei dem ist taktisches Vorrücken, bitte. Ernie Bernie. Okay, jetzt alles sehr offen, ne? Egal. Ernie ist ein Unterstützer, muss sie abkönnen. Shigo, der alte Stürmer. Okay, immer noch keiner. Ich bin gespannt, ob wir ihn einfach ohne Zwischenfall erreichen. Aber ich möchte das Risiko halt nicht eingehen, das einfach so schnell zu entscheiden und zu machen. Und dann haben wir nachher doch ein Problem. Ja, da hast du zwei Leben verloren. Also du hast noch genug, wenn es nicht ein harter Crit ist, lebt sie, also. Bestätige. Auf nach vorne. Ihr könnt mich genauso gut hier zurücklassen. Von hier erfahrt ihr nichts. Er ist wohl der einzige Überlebende dieses Gefechts. Und nach unserer Einschätzung gehörte er zu den Angreifern. Wir müssen ihn mitnehmen, ob er will oder nicht. Wir haben ein neues Ziel. Schaffen wir. Evakuierung wird laufen. Das heißt, mit ihm können wir direkt hier losspurten. Erstmal rein, Wände, vorne, hinten, halbe Deckung, alles klar. Shigo hat noch einen Move und dieser eine Move ist auf jeden Fall ein Feldposten. Wir orten neue Kontakte, die sich in das Einsatzgebiet bewegen. Oh, Nancy! Oh, Nancy! Okay, der fällt uns in den Rücken. Da gibt es Reflexschüsse. Oh, wer dem ist! Du bist so ein Guter! Ja, Nancy hat trotzdem nochmal geschossen. Aber mit dem, jetzt hat er schon geregelt. Okay, hier ist unser Fuzzi-Mann. Und irgendwo hier hinten steht noch einer, der probiert uns da
an den Kahn zu pinkeln. Das heißt, wir rücken hier mal vorsichtig vor. Oh, Feldposten. Hauptsache kein Crit. Ja, 2 geht. Ist natürlich trotzdem jetzt die Heilung wert. Ja. Du musst eh nachladen, ne? Dann mach das doch mal. So, wie viel hast du? 69. Kriegst du hin, oder? Kriegst du hin. Ohne Probleme. So, jetzt habe ich die Orientierung ein bisschen verloren. Ich muss nach da oben und unsere Geisel steht da. In dem Fall ist es ja unsere Geisel. Also langsames Vorrücken, Leute. Viele Feldposten einrichten. Shigo, du bist der persönliche Schutz für ihn. Du ziehst einen Kopf ein. Ja, bald nachladen. Verstanden, Commander. Tja, Shigo, Shigo. Dieses Loch hier macht mir ein bisschen Kopfschmerzen. In Bewegung. Ihr seid nichts als ein Haufen. Das sehen wir noch. In Bewegung. Auf dem Weg. Ich bin echt nervös, deswegen bin ich auch gerade ein bisschen leise. Das hier macht mich tatsächlich etwas nervös. Es ist so still. Okay, wie sieht's mit der Geisel aus? Wo kriegen wir die gleich am besten hin? Hier ums Eck, dann ist sie aber immer noch von da hinten und von hier angreifbar. Hier ist sie auch sehr angreifbar, aber die Ecke ist, glaube ich, echt das Beste, was wir machen können. Das ist reine Zeitverschwendung. So, dann ziehst du den dämlichen Channel noch ein. Und Shigo packen wir dann hier hin. Ich glaube nämlich nicht, dass es so ruhig bleibt. Also ich denke, die fallen gleich wieder vom Himmel. Wie weit haben wir es denn noch? Oh, ja, es ist noch ein Stück. Ja, da kann auch einiges von oben kommen. Puh. Kann man sich hier lassen oder schon mal hier rüber spuchten lassen? Ne, ja, bleibt nochmal hier. Ist besser. Und für dich haben wir jetzt hier eigentlich eine relativ perfekte Ecke, ne? Obwohl die hier ist auch super. Dann müsstest du aber spuchten. Geh lieber mal hier hin, dann kannst du noch einen Kopf einziehen. Nein, das ist der falsche. Ich wollte die Geisel dahin packen. Shit. Ja, dann musst du dahin. Was wollt ihr da mit dem Weiß? Vorsicht da draußen. Feindkräfte in Bewegung. Okay, zumindest von vorne, da habe ich noch Volldeckung. Ah, gut, dass wir Nancy nicht rübergeschickt haben. Au! Ja, justier mal. Aber ein bisschen schneller, bitte. Tja. Wenn die oben sind und wir uns hier hinstellen, können die von oben einfach gerade runter. Wir haben null Deckung. Egal, hier hin und den einen lasse ich noch offen, weil ich wissen will, wie viele Leute ich jetzt gleich in die Granate reinpacke. Oh, wer dem ist. Dann habe ich da hinten aber noch ein Ziel, ne? Egal, hoch mit dir. Mach sie platt! Ich hoffe, die Munition reicht. Ah, es ist ein Feldposten. Ach, egal, hier weit daneben. Beide weit daneben. Sehr gut. Sehr gut.
So, bevor ich aber mit dir schieße, gucke ich nämlich nochmal, ob ich nicht hier treffe und den anderen mit mir dem es abschieße. Aha, hat sich also gelohnt. Ja, das darfst du. Du musst treffen. Er hat nicht getroffen. Das ist nicht gut für ihn. Ja, mach mal einen Feldposten. Shigo Baby. Aber da vorne. Ah, mit ihr hätte ich losspuchten können, eventuell. Egal. Du bleibst da, Kopf runter. Und du guckst mal, ob du da oben eine Granate hinkriegst. Sehr gut. So, eine Grauchgranate, damit wir dem es schlechter zu treffen ist. Und bringt sie... Au, 4 kritisch. Tolle Rauchgranate. Bringt gar nichts. Ja, vielleicht auch nicht auf die Entfernung, ne? Oh, du siehst ihn nicht da hinten. Ei, ei, ei. Dann machen wir es jetzt anders. Also, oh, und er muss nachladen. Dann machst du das jetzt. Du hast noch eine Heilung auf Lager. Nein, du hast keine mehr. Du hast noch eine Heilung und du müsstest aber spuchten. Aber das könnte ihm den Hintern kosten. Egal, rein mit dir. Hoch, 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 hoch. Try it. So, Shigo, wie weit kannst du spuchten? Ja, all in. Wir haben keine andere Wahl. Aber wir dürfen aber mit dem jetzt nicht verlieren, das ist das Thema. Ja, oh, Shigo ist Verlass! Tja, bist du da sicher? Wir müssen es versuchen. Feldposten einrichten. Erstmal eine Deckung nehmen, dann Feldposten einrichten. Keine Aktivitäten, exzellent. Also rein mit dir. Lage checken. Keine einfache Entscheidung. Spuchte mal aufs Dach, bitte. Das ist nicht einfach. Sehr riskant. Jetzt haben wir nämlich alle oben. Das heißt, ein paar schicken wir auf jeden Fall wieder runter. Ja, Shigo muss runter. Shigo ist ein Stürmer. Mit der Pumpgun von da oben, das bringt gar nichts. Und du darfst jetzt reinkommen, aber wohin? Weil hier bist du zwar von der einen Seite gedeckt, aber nicht von der anderen. Egal, besser ein bisschen Deckung als gar keine. Und dazu noch den Kopf einziehen. Wir orten feindliche Kontakte, die auf ihre Position vorrücken. Oh, scheiße. Wieder auf dem Dach. Ja, bei dem ist Shigo klar mit der Pump von unten nicht getroffen, macht aber nichts. Bei dem ist hat's einfach gerichtet. Ja, komm Shigo, du bist eh Stürmer, geh nochmal an die Front. Nancy geht auf jeden Fall nach vorne. Aber Nancy könnte auch eigentlich mal den Vedemis heilen, ne? Ich glaube, gerade ist ein Feldposten wichtiger. Und ihn packen wir auch wieder runter. So.
Du spurtest vor, dann kannst du nämlich gleich heilen. Du gehst dahin. Und jetzt kannst du nämlich hier in diese Ecke reinspurten und da schön warten. Okay. Ich begebe mich auf Position. Geh mal nur so ein paar Meter, bitte. Du daneben. Und dann ziehst du mal eine Heilung durch. Sehr gut. Oh Gott, ich bin aufgeregt. Er ist so gut. Komm, du bleibst mal hier bei ihm. Und du kannst reinspuchten. Mach's. Go, go, go. Oh. Aus mir bekommt er trotzdem nichts heraus. Ausgezeichnet, Commander. Unser Freund hier ist zwar noch nicht sehr kooperativ, aber ein Gespräch mit Dr. Warnen dürfte seine Zunge lockern. Hervorragend. Super. Gute Arbeit, Leute. Boah, ist das eine Folge, ey. 30 Minuten. Puh. Was für eine Mission. Warte, für eine Mission. Es gibt bestimmt ein paar Orden und Beförderungen. Sonst haben sich einige was verdient. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Okay, klar, bei dem ist es ein bisschen verwundet, glaube ich, Shiva. Aber nicht viel, das geht noch. Nancy, Beförderung absolut verdient. Captain Nancy. Entweder Opportunist, entfernt die Zielverschlechterung beim Reflexstoß und ermöglicht ihm kritische Treffer. Ne, schon krass. Scharfrichter bringt plus 10 Sicherheit. Zielsicherheit gegen Ziele mit weniger als 50% Gesundheit. Ich würde sagen, Opportunist. Dann haben wir noch Verdamis. Leutnant Verdamis. Panzerbrechende Munition, also zusätzlich 50% Schaden gegen Roboter. Oder Blitzreaktion bietet einem Feldposten einen zweiten Reflexschuss, sofern der erste getroffen hat. Ah. Komm, hauen wir mal lieber die Roboter weg. Dann haben wir hier noch Annie. Sergeant Anybody. Sanitäter oder zwei zusätzliche Rauchgranaten. Ne, natürlich Sanitäter, also darf dreimal in einer Runde heilen. Und Chigo, ganz verdient. Er ist Corporal. Achso, weil sie oft verletzt ist, ja. Ja, Chigo wäre auf jeden Fall schon lange Major wert. Das heißt, entweder plus 5 Verteidigung pro Gegner in Sichtweite oder Aggression gibt eine um 10% bessere Chance auf kritische Treffer pro Gegner in Sicht. Da nehmen wir lieber mal das Taktikverständnis. Und natürlich gab es einen Troubletown Eagle Eye. Moment, ich muss mich kurz muten. So, da musste ich auch mich mein Gehuste, Geniese und Gerotze anhören. Praktischer Knopf. Ja, wir haben einiges mitgebracht. Und das Ding war erfolgreich. Ein Wissenschaftler, ein Ingenieur und 150 Tacken haben wir bekommen. Wir behalten sie im Auge. Ja, ja, ich dich auch. Das heißt, hier sieht es immer noch scheiße aus. Läuft aber besser. Pulsbogen haben wir. Jetzt bauen wir noch das Alien. Genau, das Gefängnis müssen wir bauen. Ne? Wie sieht es denn hier aus? Die sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Das müssen wir ja bauen hier, ne? Zack. Bauen. Dann können wir hier schon mal anfangen auszunehmen. Ihr habt gesehen, eben kostet das nur 10 Tacken. Jetzt kostet es 20. Ich sage mal Tacken, weil ich nicht weiß, was das sein soll. Ob Dollar oder neue Weltwährung. Also Tacken. Ja, hier unten kostet 20, hier wird es 30 kosten, hier 40, schätze ich mal. Wird immer teurer. Ja, machen wir, ne? Kriegen wir hin. Okay. Ja, das sieht doch soweit eigentlich ganz cool aus. Das Schöne ist übrigens, das zeige ich euch mal, das müsste man eigentlich irgendwo sehen. Hier wird gerade ausgehöhlt. Hier ist jetzt das Kraftwerk, hier ist die zweite Kommandozentrale. Man sieht auch wirklich, was man gebaut hat. Hier die Aufzüge gehen schon runter. Na, hier wird noch jetzt gerade gebaut. Also, das ist schon cool gemacht. Da kann man nicht meckern, ne? Das ist schon cool gemacht. Okay, letzter Blick auf die Übersicht.
7 Tage noch, 8 zur Schalenrüstung, 12 zum Satelliten und 18 zum Ratsbericht. Läuft bei uns, würde ich absolut sagen. Und deswegen, liebe Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Rettet die Welt. Bis dann. Tschüss.